Hey Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Kazooie! Die Challenge 5 Honigschwaben. Wir sind hier in Mad Monster Mansion und müssen hier jetzt Banjo-Kazooie eingeben, wieder einmal. Aber wir dürfen uns nicht von dem Geister treffen lassen. So. Und wir dürfen auch nicht auf die Gruntilda-Felder, das ist aber klar. Ist jetzt das, glaube ich, da nicht? Wo ist es jetzt? Da. Banjo. Oh! Ah. Oh, ja. Joe? So, es ist vollbracht. Das Puzzleteil sei dein. Ich bin erlöst. So, gut, das erste Puzzleteil in dieser Welt. Letztes Mal hier angekommen. Mit Mädchenmonster. Ich habe mich mal verredet, da habe ich gesagt mit Mädchenmonster. Anstatt mit Monstermädchen. Gut. Ich sag schon mal gut. Gut. Ach, ist egal, ist doch dasselbe. So, hier gehen wir mal rein, dann müssen wir später nicht mehr hierher. Okay, ich mach's noch später. sonst verliere ich hier noch zu viel Leben. Wie kommt man raus? Mir geht's noch gut, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Nein. Alles gut, ja, das weiß ich selbst. Ich trink ja aber schon fast durch, weil ich Banjo-Kazooie spiel. Und ich nur 3 Leben hab, das ist nicht gut. Nein. Der Ei, der wird gar nicht brav sein. Nein. Was spiel ich da? Ich weiß es nicht. Deshalb verlassen wir das Gericht. Was sing ich hier eigentlich? Moment, Mummerschädel. Nee, hier ist Mummerschädel. Ich kann pokern, ich kann pokern. Der Ikon Bokum ist ja da. Hallo? Fledermaus, Hilfe! Na gut, dann halt nicht. Hilfe! Zerstören und das Puzzleteil natürlich als erstes. Nicht vergessen. Die habe ich, glaube ich, letztes Mal vergessen und habe sie nicht gefunden. Das sind dann, glaube ich, nämlich die einzigen 4 Noten, die ich im Spiel nicht gefunden habe. Und die waren hier und ich habe sie einfach nicht gefunden. Ist der Fledermaus jetzt tot? Ja. Geht mal ins Haus hoch. Labyrinth.
Fledermaus. Fledermaus! Hilfe, Hilfe! Oh, Moment, jetzt hätte ich das versenkt. Hier ist die Honigwabe. Moment, kriegt man die normalerweise nicht so? Nein! Alles klar! Mausi. So. Und hier ist nochmal ein Stop-and-Swap-Ding, das wir nicht finden. Auf der Toilette nämlich, auf dem Logo, nicht wahr? Oh, der Bär ist so dick, er passt im Logo nicht hinein. Das sehe ich. Bumbo-Schädel? Ich geh mal duschen. Ah, schön. Fledi, baus ihn raus! La! Tot. Und weiter geht's. Hier oben. Was ist denn hier eigentlich nochmal der Boss? Also ich weiß, es gibt keine richtigen Bosse in dem Spiel, aber... Ist das die Hand? Nee. Die Meisterhand? Nee. Ich glaube, der Boss kommt jetzt, oder? Ist glaube ich, der Boss. Guckt euch das mal an. Dieser Mumbo-Schädel. Ist im Feuer drin. So, und hier darf man den Boden nicht berühren. Das hört er nämlich. Oh mein Gott. Und hier gibt es auch eine Theorie. Die Theorie gibt's nicht mehr. Ich glaub's nicht. Oh, die Hexe, die wird fluchen. Ihr Gold muss sie nun suchen. Ich werde mich bald rächen und die Stäbchen euch zerbrechen. Ich denke nicht, dass die Russen das so sagen, oder? So, wer Banjo-Kazooie noch kennt, der weiß ja, dass hier so ein gruseliges Bild von Mumbo war. Haben sie wohl jetzt ersetzt, aus welchem Grund auch immer. Und wenn ihr euch fragt, aus welchem Grund hier Mumbo hängt, ja... Da müsst ihr wohl die Anleitung von Banjo-Kazooie lesen, die ich nicht mal besitze, aber es trotzdem weiß. Für diejenigen, die es nicht wissen, in Banjo-Tooie sieht Mumbo ja ganz anders da aus als hier. Und auch in den anderen Banjo-Kazooie-Spielen. Das liegt daran, dass Gruntilda ihn verzaubert hat und dem so eine Maske aufgesetzt hat. So ein Toten. Maske. So. Und der wird wohl davon erlöst, das ist wohl so ein Fluch, und der wird wohl davon erlöst, wenn er wenn Gruntilda halt tot ist. Und da sie eigentlich tot sein sollte, am Ende von Banjo-Kazooie wird er wohl davon erlöst. Ich muss gleich mal was trinken, wenn mein Hals gerade kratzt. Und das wahrscheinlich wieder bedeutet, dass ich wieder krank werde. Und rein. Ah, Freunde, das wird immer schlimmer. Ich trinke mal kurz was. Heute noch durchspielen werde. Ich denke aber nicht. Oder doch vielleicht. Hallo!
ist Grundis Stimme. Die reizt mein Hals. Die reizt meine Stimmbänder und reißt meine Stimmbänder. Hallo. So, tot. Brauchst du das? Denk nicht. Orgel, eine Riesenorgel. Da sieht man mal, wie klein Banjo überhaupt ist. Und wie klein diese Kirche. Das fand ich schon so an wie so ein. Ja. So. Diese Pedale hier gehen wahrscheinlich nicht. Ich weiß gar nicht, mehr, wie die heißen. Haben die irgendeinen speziellen Namen? Da sind ja nur Pedale. Fußpedale? Ich weiß nicht. Ich kenne mich mit der Orgel und Klavier nicht aus. Ach ja, genau. Mozart spielt auf seinem Orgelkasten. Kannst du merken, dir die Tasten? Ich versuch's. Das hier. Hab ich schon jetzt gedrückt? Denk schon. Die Töne einfach alle gleich. In Banjo Kazooie, da war das noch nach der Musik. Das hier. Du hast Talent, doch nun sieh her. Mach es mir nach, es ist nicht schwer. Das da. Ja, das da. Ich wollte nur gerade sicher gehen, ob es nicht die Taste unten drunter ist. Das letzte. Das da. Doch nicht das letzte. Dann halt das hier das letzte. Ja. Und weg ist er. Das war sehr gut, war richtig fein. Nehme das Puzzleteil und stecke es ein. Alles klar. Stehen da für Noten? Können ich weiß gerade nicht. Müsste man mal nachspielen. Extra Leben. Brauche ich nicht. Ich habe genug, oder? Ne, habe ich nicht, aber ist egal. Bam, bam. Wie du wieder? Hey, hey, hey. Nee. Das ist nicht lustig. Das wäre doch nicht lustig. Das ist eine Krankheit. Kennt ihr diese Krankheit da? War doch letztes Mal im Fernsehen irgendwas so? Hab ich gesehen. Irgendwie hat da so jemand was erklärt, der hatte so eine Krankheit, der hat immer gemacht. Hey, hey, hey! Und hat so mit dem Kopf gewackelt, ja? Also da komme ich nächstes Mal auch mit. Hey, 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 Pigman! Hey, hey, Pigman! Hallo? Nee, aber. Ich bin fest! Hä? Ich war irgendwie ganz merkwürdig. Und hier ist die andere Honigwabe. Nicht einsammeln. Es kommt der Zeitpunkt, wo ich eine Honigwabe noch einsammle. Bestimmt. Moment, was mache ich eigentlich? Ich muss da hinten hin. Und hier ist der Hexenschalter. Bam. Im Auge. Oder ist es das Auge? Ich weiß nicht. Guck mal, da lebt schon wieder. Nicht runterstürzen, Banjo. Dann ist deine Energie leer. Wir machen das nämlich ganz einfach und zwar machen wir das nämlich so. Boah, das war knapp. Und ich bin der Fehler verbraucht. Ich sehe da schon gar nichts mehr. Ich bin schon draußen und sehe trotzdem nichts. So, gehen wir erstmal hoch, wa? Ja, mal sagen. Dann halt nicht hoch.
Ja, so laufe ich auch immer auf dem Dach rum. Ich wollte nur demonstrieren, was passiert, wenn wir runterfallen. Das war alles so geplant. Habe ich vor 3 Sekunden, habe ich mir das spontan überlegt, auf dem Weg nach unten. Okay, machen wir es halt so. Und da ist ein Hexenschädel. Mumbo-Schädel, Mensch. Bam. Bam. Oh, yeah! Sterben. Wir sind zwar schon mal einmal gestorben, aber das war woanders, glaube ich. Das war nicht wegen dem Leben. Das war wegen was war denn das nochmal? Das war ein Bubble-Bloom-Swamp. Aber ich weiß nicht mehr, was das war. Ich weiß wirklich nicht mehr. Was machst du denn da? Und hoch da! Die Welt. Recht klein, nicht wahr? So, wo gehen wir denn als nächstes hin? Wir waren da hinten schon, das Labyrinth, da waren wir noch nicht. Aber jetzt darfst du runter, Banjo. Aber doch nicht so! Verdammt, ich krieg meinen Link schon wieder zusammen. So, hier haben wir ein Dings. Manche sagen auch, das hört sich an wie Danke, aber das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Hört mal. Ja. Hört sich das an wie Danke? Nee, irgendwie nicht. Und da ist der letzte und du bewegst dich da hinten, der da, ja, bestimmt. Stellt hier den Grabstein da unten liegt da bestimmt auch, da liegt ein Grabstein und hier steht dann auch ein Grabstein, ne? Jetzt aber. Danke. So. Gehen wir mal da rein. Hui! Oh, verdammt! Komm. So. Einer muss immer sterben, nicht wahr? Einer ist das Opfer. Fledermaus, Hilfe! So, Freunde. Dann würde ich sagen, im nächsten Part gehen wir dann mal. Oh mein Gott. Gehen wir dann ins Labyrinth. Also bis zum nächsten Mal und ciao. Moment, Fabi. Oh oh.